Egal ob in der Stadt oder auf dem Land, immer mehr Hessen wünschen sich ihr Essen regional und frisch vom Feld. Das Zauberwort heißt Direktvermarktung. Dann kam die Idee, einen Verkaufsautomaten hier herzustellen. Und wenn man das direkt vermarkten kann, kann man natürlich andere Preise erzielen. Das Angebot wächst, die Nachfrage auch. Doch können Landwirte, die ausschließlich direkt vermarkten, auch davon leben? Halbtags arbeiten zu gehen und halbtags die Landwirtschaft, das gucken wir uns einfach mal an, was die Zukunft bringt. Das ist Nebenerwerbslandwirtschaft. Hauptberuflich bin ich im Rettungsdienst tätig. Max in Frankfurt. Wir besuchen die Marktschwärmer. Das sind Landwirte aus ganz Hessen, die einmal pro Woche ihre Produkte frisch vom Feld direkt in die Stadt bringen. Das kommt an bei den Städtern. Perfekt. Gerade bei uns im Gutleut haben wir nämlich nicht so viele Bio-Geschäfte, sondern alles nur sehr Rewe und auch schöne Märkte, wo wir einkaufen. Und wir haben schon immer gedacht, es wäre eigentlich cool, wenn wir hier einen Markt hätten. Und ja, jetzt ist es da. Die Bauern können ihre Preise selber machen. Das ist auch noch mal etwas. Also da kriege ich keinen Salatkopf für, 30 Cent in irgendeinem Supermarkt. Hier bezahle ich dann schon ein bisschen mehr. Aber dafür muss man sagen, wertschätze ich auch die Arbeit der Landwirte vor Ort. Kaffee, Käse, Obst, Gemüse, Fleisch und Eis. Initiatorin Katrin Groth ist eine bunte Palette an Erzeugern wichtig. Auch, dass sie ihre Produkte unter besten Bedingungen herstellen. Ich bin großer Fan von köstlichen Produkten und Lebensmitteln. Und hier ist kein Markt im Viertel. Und das hat mich auf die Idee gebracht, dass man doch daran was ändern könnte. Dann habe ich angefangen, erst die Erzeuger zu suchen. Und im Mai habe ich dann eröffnet. Und ja, das ist jetzt sehr gut angelaufen. Einen ihrer Landwirte besuchen wir in Nidda, mitten in der Wetterau. Marco Usner hält hier seit 10 Jahren rund 50 Zebus, eine asiatische Rinderrasse. Rund 3 Jahre dürfen die Tiere hier leben. Einmal im Monat wird ein Tier geschlachtet und direkt über die Marktschwärmer vermarktet. Der Handel zwingt dann im Prinzip Preise auf, die für den Direkterzeuger nicht so rentabel sind. Und wenn man das direkt vermarkten kann, kann man natürlich andere Preise erzielen. Durchschnittlich 30 Euro bekommt Marco Usner für das Kilo Fleisch. Beim Großhandel wären es 20% weniger. Trotz fairer Preise, davon leben kann die Familie nicht. Zu klein ist die Herde, zu gering die Nachfrage nach dem außergewöhnlichen Fleisch. Marco Usner arbeitet hauptberuflich als Notfallsanitäter. Rund 15.000 landwirtschaftliche Betriebe gibt es in Hessen. Gerade mal 350 Höfe bieten ihre Produkte über die Direktvermarktung an. Doch die Zahl wächst. Neben Hofläden, Wochenmärkten und Verkaufsständen finden sich auch immer mehr Verkaufsautomaten. 22 gibt es mittlerweile in ganz Hessen. Einer steht in Polheim, betrieben von Landwirt Sven Arnold. Die Eier, die er hier anbietet, stammen direkt vom Feld dahinter. Transparenter geht es kaum. Dafür zahlt der Kunde gerne 35 Cent pro Ei. Etwa 25 Cent würde Sven Arnold vom Handel bekommen. Ich finde die Idee ganz toll. Also vor allen Dingen auch, dass die Landprodukte hier angeboten werden. Und man kann auch am Wochenende, wenn man spontan was braucht, einfach an den Automat gehen und sich was holen. Außerdem gibt es Kartoffeln, Ketchup, Mettwurst und vieles mehr. Die Kurve war schon kontinuierlich als weiter nach oben. Die Kartoffeln sind mehr geworden. Wir hatten noch immer mehr Produkte, die wir dann angeboten haben. Also wenn wir das über den Handel vermarkten würden, würden wir ca. 20-30% weniger verdienen. Trotz steigender Nachfrage betreibt er seine Automaten nur in seiner Freizeit. Hauptberuflich ist er bei der Stadt Gießen angestellt. Und so ist für die Vollzeitlandwirte eine Mischform aus Direktvermarktung und Handel fast unumgänglich. Max bei Holger Papst in Friedberg-Dorheim. Er baut für den Großhandel an, stellt Teile seiner Fläche aber auch einer solidarischen Landwirtschaft, kurz Solawi, zur Verfügung. Hier organisieren sich Landwirte und Privatpersonen in einer Genossenschaft. Die Privatpersonen zahlen einen jährlichen Betrag und erhalten im Gegenzug die Ernte direkt vom Feld. Der Gemüseanbau hat bestimmte Kosten, wie zum Beispiel die Pacht vom Acker, das Saatgut, das Pflanzgut, die Arbeitskraft. Und diese ganzen Kosten, was es noch so braucht, vielleicht mal eine neue Hacke, werden aufgestellt für ein Jahr und dann durch die Anzahl der Mitglieder geteilt.
Die 100 Mitglieder bekommen wöchentlich die frische Ernte. Eine Kiste kostet umgerechnet 16 Euro. Man kriegt, finde ich, auch total einen anderen Bezug zu dem, was man auch isst zu Hause und wo das Gemüse herkommt und wie das überhaupt wächst und was oft für eine Arbeit eigentlich damit zusammenhängt. Ja, für unsere Kinder ist es immer ein Erlebnis. Ne? Hier können sie sehen, wie das Gemüse wächst. Wir sitzen meistens hinterher noch ein bisschen und tauschen uns aus. Das ist schon ein Gemeinschaftsmoment. Egal wie schlecht die Ernte ist, in dieser Gemeinschaft sitzt Landwirt Holger Papst nie auf dem Trockenen. Wenn man für den Handel produziert, ist es immer wichtig, dass man einen ausreichenden Ertrag erwirtschaftet. Und wie man jetzt hier hinter mir an den Tomaten sehen kann, wenn es für die Tomaten ungünstige Witterungen zum Beispiel sind, wie dieses Jahr, dass so viel Regen und Feuchtigkeit die Tomaten frühzeitig zum Absterben bringen und man dadurch keinen Ertrag hat, hat man dann natürlich auch nichts, wovon man leben kann. Ja, das ist natürlich bei der Solawi deutlich besser. Die Erträge bzw. die Zahlungen laufen unabhängig von jetzt so einzelnen Ausfällen, laufen immer gleichmäßig jeden Monat. Dennoch kann er aufgrund seiner Betriebsgröße auf den Großhandel nicht verzichten. Direktvermarktung lohnt sich für die hessischen Bauern. Die Ideen, viele zu erreichen, werden immer kreativer. Es bleibt aber bislang ein Nischenmarkt, auch wenn die Nachfrage danach stetig steigt. Ja, Max macht schlau, aber wir sind ja nicht die Einzigen. Deshalb schaut euch doch mal dieses Video von den KollegInnen von SWR Marktcheck an. Hier unten gibt es noch mehr von Max. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann hier abonnieren und bitte auch die Glocke nicht vergessen.